Ja, guten Morgen und hallo. Ein neues Video von mir, was ich jetzt mache. Ich habe mir überlegt, bevor The King of the Hill am Sonntag weitergeht, mache ich einen kleinen Guide zu den Heroes der Free Rotation. Der Grund ist deshalb immer wieder, wenn wir da zusammen hotstuddeln, höre ich die Kommentare, ah ja, noch nie mit dem Hero gespielt oder ich kann ihn nicht und bla bla. Und ich denke aber, die meisten von uns, die Heroes of the Storm spielen, die sind auf einem Skill-Niveau, dass sie eigentlich ihre, sag ich mal, spielerischen Fähigkeiten jedem Held anpassen können, wenn sie denn wissen, wie der Held funktioniert und was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe ist mit dem Held und natürlich mit den einzelnen Builds, die es da gibt. Da in der Free Rotation zwei Helden dabei sind, die ich sehr, sehr gut spielen kann und drei dabei sind, die ich auf hohem Niveau spiele, habe ich mir gedacht, dann passt das Video natürlich perfekt. Deswegen starten wir gleich in-game. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, habe ich auf Diablo, mit dem wir heute anfangen werden, 114 Spiele gespielt. Diablo war früher mein Main Character. Ihr seht doch unten, ich habe 264 Games mit einem Krieger gemacht. Bin also definitiv eher der Kriegerspieler. Assassine sind 263 Games. Das sind primär die Spiele von Keltas und Zeratul. Zeratul ist auch in der Free Rotation, deshalb werden wir uns den auch nochmal anschauen. Aber heute soll es erstmal um Diablo gehen, den Herrn des Schreckens. Ohoho. So, gehen wir hier mal auf die. Ich weiß gar nicht, wenn ich den Helden habe, ob ich eine Testrunde mit ihm überhaupt noch machen kann. Ja, natürlich kann ich. Sehr schön. Dann nehmen wir auch natürlich in meinem Skin und drücken auf Ausprobieren. Und dann erkläre ich ein bisschen was zum Helden. Und dann machen wir mit den anderen gerade weiter. Na, jetzt ist das Spiel mal wieder abgestürzt. Das passiert in letzter Zeit öfters, wenn ich ein Streaming-Programm laufen habe. Seltsamerweise. Das gefällt mir gar nicht. Dann auf ein neues. Wir haben ja Zeit. Eilt ja nicht. So, mal gucken, ob das Spiel jetzt laden will. Ja, hier sind wir also. Diablo, der Herr des Schreckens. So, bevor wir uns um die Talentverteilung kümmern, ganz kurz zu seinen drei Basic Abilities. Das ist einmal sein Q, der Schattenstoß. Ihr seht, wenn ich Q drücke, habe ich einen Kreis um mich rum. Das ist eine Reichweite. Q stößt den Gegner zurück. Das sagt auch der Skill. Und wenn ihr ihn gegen eine Bande stößt, also zum Beispiel hier gegen den Turm, wird er für 0,75 Sekunden gestunt. Das ist nicht sonderlich viel, aber ich erkläre später in der Standard-Diablo-Kombo, warum das dennoch hilfreich ist. Wir haben sein W. Das kann ich auch kurz mal machen. Da erzeugt er so einen Feuerring. Ist eine super Fähigkeit, um Stealth-Heroes wie Zeratul und Nova aus dem Stealth rauszuholen. Müsst ihr nur richtig timen. Und ansonsten ist der Skill, macht ein bisschen Schaden. Zum Lane ist er ganz gut. Später, wenn wir auf das Talent auf Stufe 4 eingehen, sage ich euch, warum das Talent noch interessant ist. Und dann haben wir sein E, Unterwerfen. Wenn er das macht, das geht nur im kleinen Radius, zieht er den Helden praktisch hinter euch, auf den er das anwendet. Ja? Die Standard-Kombo zeige ich euch jetzt mal, indem wir hier die Diener einstellen. Das Problem ist halt, dass wir hier in diesem Trainingsmodus mit einem Heiler noch zusammen sind. So, aber stellt euch vor, das ist eine ganz normale Lane. Hier in der Mitte. Dann lasst ihr euch meistens, wenn ihr Diablo spielt, lasst ihr euch ein bisschen zurückfallen. Wartet darauf, dass der Gegner Richtung eure Tower kommt. Diablo ist im Early Game ein sehr, sehr starker Hero. Wartet darauf, grabt ihn und stoßt ihn mit dem Schattenstoß in Richtung eurer Tower. Das ist eigentlich das Prinzip
primäre Ziel, was er im Early Game machen könnte, Schaden auf die Helden bringen. Und natürlich könnte er auch, Diablo ist super, um Helden outzuzonen. Das bedeutet, sagen wir jetzt mal, dieser Atas würde euren Heiler verfolgen, euer Heiler hat wenig Leben, da könnt ihr ihn einfach entweder hinter euch ziehen und blockiert so mit eurem Körper, oder wenn ihr das nicht mehr schafft, stoßt ihr ihn einfach zur Seite und blockiert dann mit eurem Körper die Aktion. Ja, das zu den Grundtalenten, die Diablo hat. Stellen wir die Diener nochmal aus. Kommen wir nun zu den Abilities. Talente könnt ihr skillen. Gibt es hier eigentlich nur zwei interessante. Es ist einmal die Lebensregeneration um 3% zu erhöhen. Da habt ihr mehr Präsenz auf der Lane, weil 3% pro Seele, die ihr sammelt, das ist Diablos Trait. Diablo bekommt pro Gegner, den er tötet, seht ihr auch hier, Bonus auf seine maximalen Lebenspunkte. Und ja, durch das wird die Lebensregeneration pro gesammelter Seele nochmal um 3% erhöht. Das heißt, ihr regeneriert verdammt schnell. Das deckt sich auch mit der Lebensregeneration, wenn er an den Brunnen geht. Ist also im Late Game, wenn er da genug Seelen gesammelt habt, kann sich Diablo komplett voll heilen, wenn er einmal auf den Brunnen drückt. Gibt euch mehr Kampfpräsenz. Ist eigentlich eine, ich sag mal, 50-50 Sache. Die meisten, sag ich jetzt mal, höheren Spieler, die Diablo gut spielen können, skillen das hier, dass die Wiederbelebungskosten auf 60 Seelen reduziert werden. Moment, Wiederbelebungskosten habe ich ja noch gar nicht erklärt. Das Trade hat noch eine zweite Funktion. Wenn Diablo stirbt und ihr habt 100 Seelen, wird er, ähnlich wie Murky, nach 5 Sekunden wird er dann direkt wiederbelebt. 100 Seelen zu sammeln ist gar nicht mal so einfach, und die Reduktion auf 60, 60 hat man eigentlich relativ schnell zusammen. Und dann seid ihr auch, wenn er mal stirbt, seid ihr sofort wieder da. Problem ist nur, wenn ihr wieder da seid, ihr müsst erst wieder Seelen farmen. Euer Diablo ist ohne die 100 Seelen, ist er nicht richtig tanky. Sehr, sehr, sehr squishy. Also er geht in einem CC, also wenn er gestunt wird, geht er ziemlich schnell drauf. Also er ist nicht richtig ein voller Tank. Ich würde ihn eher so ein bisschen als Bruiser-Tank einstufen. Ein bisschen mächtiger als Sonja. Ein bisschen tankier, aber immer noch wegen halt den CCs, die er selbst hat, aber immer noch nicht so stark wie jetzt ein Muradin oder ein Anubarak. Anubarak, durch die Nerfs an Diablo ist Anubarak eigentlich die bessere Version von Diablo, aber das soll uns nicht stören. Diablo hat andere Talente noch, die sinnvoll sind. Wir entscheiden uns jetzt mal für die Lebensregeneration, erhöhen unsere Stufe mal auf 4. Dann hier das zweite Talent. Einige Spieler haben früher immer dieses Passiv-Seelentalent genommen. Das könnt ihr natürlich in Kombination machen, wenn ihr oft sterbt, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Die verlangsamen 2 Sekunden um 25% ist auch nicht die Welt. Ich gehe eigentlich fast immer auf die Schadensaura. Macht praktisch immer, wenn ihr das macht, habt ihr so eine Flammenaura um euch, erhöht euch den Schaden im Laning und ist auch nochmal eine zusätzliche DPS gegen Melee-Heroes. Sollten sie euch denn verfolgen, oder solltet ihr Bodyblock machen, um eure Teamkameraden zu schützen? Also ist eigentlich, das ist für mich das Must-Have-Talent. Gehen wir weiter auf Level 7. Hier gibt es auch mehrere Optionen. Das hier ist eigentlich für mich, weil Diablo ist nicht so tanky. Man kann auch die Uplink-Zeit-Reduzierung nehmen, dass man öfter seine Combo anwenden kann, aber ich finde eigentlich, das hier ist das Must-Have-Talent. Ja, je mehr Seelen ihr habt, desto stärker ist der Bonus, 66%, ja, das ist schon bemerkbar. So, gehen wir zu den Ultimates, die wir haben. Das ist einmal Apokalypse, eine sehr, sehr starke Fähigkeit, machen wir die mal ein. Zum einen könnt ihr dadurch die Helden enttarnen. Habt ihr es gesehen? Ihr habt den Arthas auf der Minimap kurz gesehen. Ablenkzeit zurücksetzen. Aber es ist eine Stun-Fähigkeit. Besonders in Kombination mit der Gravity von Guzzlow, mit dem Void Prison von Zeratul oder sowas. Einfach ein Stun, wo auch das komplette Team gestunt werden kann. Und ihr seht den Schaden von der Bonus-Aura.
Ist schon relativ nice. Muss man halt gut timen. Am besten immer wenn ihr im Gruppenspiel seid, im TS ansagen, wann ihr sowas machen wollt. Und dann seid ihr mit Diablo, mit der Ulti eigentlich gut bedient. So. Müssen wir mal die Stufen zurücksetzen. Und nochmal auf Level 10 gehen. So, der Blitzatem hingegen ist eine Damage-Utility, die nicht unterbrochen werden kann. Ihr seid unaufhaltbar, während ihr die Utility benutzt. Das Problem ist, auf Level 10, sie ist gut, um in so schmalen Maps wie Cursed Hollow oder sowas, die Gegner halt dazu zu zwingen, den Rückzug anzutreten. Wisst ihr, Diablo bleibt stehen und ihr könnt dann mit dem Blitzatem. Es macht nicht wirklich viel Schaden, aber es hilft. Es ist, um die meisten, das ist ähnlich wie der Phönix von Keltas. Die meisten Leute lassen sich von dem Damage beeindrucken und ziehen dann den Rückzug an, obwohl der Schaden eigentlich nicht so hoch ist. Ein AOE-Heiler könnte das Ganze wegheilen. So wie jetzt Karazim oder so. Aber, ja, es ist auch gefährlich, wenn man zu lange drin stehen bleibt, das muss man sagen. Problem ist halt, während er das macht, steht Diablo. Ihr könnt ihn nicht bewegen, ihr könnt es mit R abbrechen, könnt dann weglaufen. Empfehle ich euch auch, wenn euch das Gegnerteam so rounden sollte oder so. Einfach abbrechen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, gehen wir mal mit den Stufen höher. Wir haben das 13er, das 16er und das 20er Talent noch. So. Auf Level 13 habt ihr Gegner, die sehr, sehr stark mit Fähigkeitsschaden sind, wie Jaina oder Keltas. Empfiehlt sich's bei Diablo, weil er einfach keine Escape-Utilities hat. Also er hat nichts, mit dem er aus irgendwelchen AEs schnell rauskommen könnte. Ist Zauberschild euer Must-Have-Talent. Die 16% Leben, die er da regenerieren kann, sind gar nicht schlecht, weil das Ding eben nur 30 Sekunden Uplink-Zeit hat. Ja, ist nicht zu verachten. Wenn ihr noch ein bisschen Schaden in Teamfights braucht, ist die Flammenwelle, die zurückkehrt, ist echt interessant, weil der Schaden ist nicht zu verachten. Ich habe es auch schon geschafft, mit Diablo Meister DPS zu haben. Das geht schon. Aber ich würde euch empfehlen, am Anfang Zauberschild gegen Helden, die sehr, sehr viel AE-Schaden und Magieschaden einfach haben, und ansonsten nehmt ihr die Regeneration, wenn ihr Auto-Attack-Heroes habt. Auto-Attack-Heroes ist auch das Level 16er To-Go-Talent, ist einfach hier, dass die Angriffe verlangsamt werden, wenn sie euren Diablo angreifen. Wenn es kein Auto-Attack-Build ist, sondern eher gegen Magier oder sonst was kämpft, würde ich die zweite Aufladung von Unterwerfen nehmen. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Raserei ist ein Mini-Escape, aber 25% für 2 Sekunden, das ist nicht viel, das hilft euch nicht wirklich, wenn ihr gechased werdet oder noch geslowt werdet, das bringt nichts. Auf Level 20 haben wir mehrere interessante Sachen. Die Lebenspunkte um 10% zu rauben, hört sich gut an, ist aber nicht wirklich. 10% ist nicht wirklich viel. Ich kann es ja mal gerade machen. Naja, das hat dem kaum was ausgemacht. Ist gut, um einen Held zu töten, um euch ein bisschen zu heilen, aber ansonsten nicht wirklich interessant. Ich würde hier einfach das Utility-Talent wählen. Die Dauer und die Reichweite von Blitzatem um 50% erhöht. Ist richtig, richtig stark. Verringere die Uplink-Zeit von Apokalypse um 20 Sekunden. Auch verdammt stark. Dann könnt ihr es öfters, fast in jedem Teamfight könnt ihr es einsetzen. Und ansonsten, wenn ihr sicher gehen wollt, ja, wenn ihr es unbedingt braucht, dann halt Bolt of the Storm, um euch rauszuporten, aber als Tank müsst ihr in der Frontlinie sein. Kommt auf euer Team-Line-Up an. Wenn ihr Doppeltank spielt, vielleicht mit Tyrael noch zusammen oder so, dann könnt ihr Bolt of the Storm nehmen, um schnell rauszukommen oder vielleicht sogar, das kann ich noch mehr zeigen. Dann gehen wir mal, was auch interessant ist. Na, dauert ein bisschen, bis wir Level 20 sind. So.
So, Bolt of the Storm. So, ihr habt den das jetzt gut runtergehauen, habt den geschwächt. Er versucht zu flüchten. Und wenn ihr im Idealfall habt, ihr jetzt euer Crew ready, schiebt ihn zu eurem Team. Und dann. Und dann geht das. Was ihr auch machen könnt, als Diablo-Spieler, wenn ihr mit Low HP flüchtet, schafft es hier, meistens ist der Brunnen dann hier in der Position, oder hier unten, dann schafft ihr es schnell an den Brunnen, versucht raus und könnt auch denjenigen, wenn der feindliche Spieler hier stehen würde, könnt ihr ihn auch über das Tor ziehen. Das ist auch ein garantierter Kill dann, weil die meisten Spieler schaffen es nicht mehr dann rauszulaufen. Sei denn, es ist jetzt ein Seratul, der sich porten kann oder so. Ja, so viel zum Herr des Schreckens. Diablo ist ein guter Hero fürs Teamplay. Wenn er richtig gespielt wird, ist er immer noch sehr, sehr stark. Ich spiele ihn gerne. So, jetzt haben wir es hier zum Beispiel. Hat es nicht ganz gereicht, war nicht nah genug dran. Aber so funktioniert das. Jetzt ist er auch gebodyblockt, der kommt hier nicht mehr raus und stirbt. Ja. Wenn ihr es wollt, kann ich euch ein paar Replays von Diablo zur Verfügung stellen, wie ich ihn gespielt habe. Und da werdet ihr sehen, dass er eigentlich so schwer gar nicht ist. Na, die Bots sind halt leider strohdumm. Und das, was ich gerade gemacht habe, ist etwas, was man nicht machen sollte. Niemals mit dem Q von eurem Team wegziehen. Immer E, dann Q. Q wird nur eingesetzt, einzeln ohne das E. Wenn er zum Beispiel jetzt hier Malfurion angreifen würde und du müsstest ihn wegschieben von Malfurion, dann wird Q als erstes eingesetzt, ansonsten immer zuerst E und dann Q. Immer Richtung Team. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Diablo-Spieler, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als die Viecher mit Q wegzuschieben, ja. Das ist extrem nervig, der die ganze Zeit nur den hier macht. Ja, und dann wegrennt. Es gibt nichts Schlimmeres. So, aber das war's zu Diablo. Mehr will ich zu Diablo auch gar nicht sagen. Er ist ein... er wird, glaube ich... wie wird er eingestuft? Im Modus Spielen... Diablo wird für als mittlere Schwierigkeit eingestuft. Ich persönlich halte ihn eigentlich für einen Hero, den man locker als schwer einstufen könnte, weil er hält nicht so viel aus, ist nicht wirklich tanky. Das Problem bei Diablo ist einfach, die Positionierung muss immer stimmen und das Team muss eigentlich wissen, wie Diablo gespielt wird und wie er funktioniert, wie die Reichweite von seinem Schattenstoß ist, was genau bei dem Grab passiert. Und wenn sich darauf das Team einstellen kann, ist Diablo ein immer noch sehr, sehr, sehr starker Tank-Hero. Kann ich nur empfehlen, er macht so verdammt viel Spaß zu spielen. Wenn man ihn spielen kann, ist er auf jeden Fall, denke ich, fast gleichwertig mit Anubarak. Obwohl Anubarak momentan einfach ein bisschen stärker ist als Diablo. Das muss man einfach so sagen. Deswegen spiele ich Diablo, wenn ich tanke, nicht mehr als Main. In Heldenliga kommt man nicht darum rum, Moradin zu spielen. Oder, ja, mein Liebling als Tank ist einfach auch Tyrael. Obwohl er auch nicht richtig tanky ist, aber so viel erstmal zu... Diablo. Ja. Ich lade das Video einzeln hoch, als kleinen Guide für euch und mache dann gleich weiter mit Seratul.